Ein neues Thema, dieses Video, da geht es darum, das schwächt dich ganz brutal. Stell dir vor, du bist ein Fluss, ein lebender Fluss. Und wenn du dieses Verhalten hast, das sehr viele Menschen haben, und check mal, ob das für dich zutrifft, dann blockierst du deinen eigenen Fluss ganz enorm. Und diese drei Verhalten helfen dir sofort. Auf meinem kleinen Notizblock steht Gesundheit, Erfolg oder Projekt. Ganz egal, was du aktuell als Thema hast, was dich beschäftigt, was du lösen möchtest oder was du anstrebst, komplett wurscht. Nehmen wir gerade mal diese drei Punkte. Wenn wir ein Thema haben und wir beschäftigen uns zu viel vom Kopf, vom Denken her, vom Intellekt, zu viel mit diesem Thema, zum Beispiel zum Thema Gesundheit. Wir machen aus dem Thema Gesundheit eine Matura, eine persönliche Matura. Alles dreht sich nur mehr um Gesundheit. Dann produzieren wir etwas, das wollen wir gar nicht. Denn es gibt ein Naturgesetz, das heißt das Gesetz des Ausgleiches. Yin und Yang, sagen manche. Plus und Minus. Und wenn wir zum Beispiel das Thema Gesundheit in den Vordergrund rücken, und dieses Thema wird zur Hauptsache. Alles dreht sich nur mehr um Gesundheit. Und vielleicht kennst du solche Menschen, die machen alles nur mehr, weil es gesund ist. Alles andere meiden sie, lassen sie weg. Solche Menschen, die nur mehr auf ein Thema fokussiert sind, die bauen hier diesen Pol, diesen einen Pol Gesundheit auf. Könnte man sagen, ist ja gut, ist ja in Ordnung. Was macht die Natur? Gesetz des Ausgleiches. Die Natur macht ganz automatisch, nehmen wir grün, ganz automatisch gleicht die Natur den anderen Pol auch auf. Das heißt, je mehr wir uns mit einem Thema, einseitig beschäftigen, desto stärker wird auch die andere Seite. Das heißt, wenn wir nur mehr Gesundheit im Fokus haben, dann wächst irgendwo in unserem Leben das Thema Krankheit. Das kann auch in einem anderen Bereich dann sein. Das wächst ganz automatisch. Zum Beispiel ein ähnliches Thema, wenn Menschen enorm oder krampfhaft positiv denken, nur mehr positive Worte verwenden, weil diese Worte positiv sind. Dann entsteht ein krampfhaftes Denken in eine Richtung. Und alles Negative vermeidet man. Genau das gleiche Verhältnis. Das Positive will man bewahren, aufbauen und das Negative auf keinen Fall haben. Und irgendwo wächst uns dann die Negativität, die wir nicht haben wollen. Siehst du, wie verrückt das ist oder wie einfach das ist? Gesetz des Ausgleiches könnte man über dieses Prinzip schreiben. Wenn du merkst, dass dir die Dinge zu wichtig werden. Denn wenn sie zu wichtig werden, dann fließen sie nicht mehr. Wenn sie nicht mehr fließen, macht es keinen Spaß mehr. Dann läuft es auch nicht mehr. Und diese drei Verhalten helfen dir sofort. Lass fließen, nimm es leicht, verkrampf dich nicht, nimm es locker. Lass es dir, und da könnte man diese drei Punkte zusammenfassen, lass es dir Wurscht sein. Die Wurscht, die gute alte Wurscht. Lass es dir Wurscht sein, sagen wir bei uns in Tirol. Komm, ist doch Wurscht, lass laufen. Eine schöne Zusammenfassung für lass es fließen. Ist doch Wurscht. Und dann merkst du, es wird leicht. Auf einmal macht es Spaß und die Dinge, die gehen dann ganz leicht, mühelos und du setzt die richtigen Impulse und diese wachsen dann auch. Und zwar gesund und natürlich, ohne dass du dann gegen diesen anderen Pol kämpfen musst. Wenn du ein Projekt zu lösen hast oder eines anstrebst, mach es aus einer Freude heraus. Ich weiß, das ist die Königsklasse des Erfolges. Aber mach's aus einer Freude heraus, aus einer Fülle heraus. Dann hast du diese beiden Dinge im Ausgleich und das wird dich nicht stören. Denn das ist ausgewogen, weil du bläst dieses Thema nicht auf. Das Leben muss dir das andere Thema nicht automatisch dazu schenken, ohne dass du das willst, sondern du bleibst im Fluss. Die Dinge fließen ganz einfach und leicht. Quintessenz, Zusammenfassung. Mach's leicht.
Setz die richtigen Impulse. Und wenn die Türen zugehen, alle Türen gehen nur zu in deinem Thema, das du anstrebst, dann warte vielleicht einen Moment. Vielleicht bist du noch zu früh. Manchmal sind wir zu früh. Schau, wo gehen die Türen auf? Wo fruchten deine Impulse? Mach keinen Druck. Auf Druck folgt immer Gegendruck. Mach's leicht. Und wenn die Türen aufgehen, mach weiter. Dann gehen neue Türen auf. Und genau das wünsche ich dir. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Ich freue mich jetzt schon drauf. Servus!